Das Digitale Demenzregister Bayern oder kurz DigiDem Bayern ist ein Forschungsprojekt für Menschen mit Gedächtnisbeeinträchtigung und deren pflegende Angehörige, das vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert wird. Durchgeführt wird es von der Friedrich-Alexander-Uni Erlangen-Nürnberg, dem Uniklinikum Erlangen und dem Medical Valley. DigiDem Bayern beruht im Wesentlichen auf zwei Säulen. Einerseits geht es darum, ein digitales Forschungsregister aufzubauen, bei dem Daten zum kognitiven Verlauf oder generell zum Krankheitsverlauf, aber insbesondere auch zur Versorgungssituation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und deren Angehörigen zu sammeln. Und auf der anderen Seite möchten wir eben nicht nur Daten gewinnen, sondern auch aktiv was zurückgeben und somit bestehen zu den bereits existierenden Angeboten vor Ort digitale Angebote bereitstellen, wie zum Beispiel die Angehörigen. Insgesamt laufen die Befragungen DigiDem Bayern wirklich sehr gut. Die ersten Befragungen haben im Sommer 2020 begonnen und es werden jetzt wirklich von Woche zu Woche mehr. Und selbst die Nachbefragungen haben jetzt nach 6 Monaten gestartet. Auf unserer Webseite findet man seit Anfang dieses Jahres 2 spannende digitale Angebote. Das ist zum einen die Angehörigenampel, mit der pflegende Angehörige ihre Pflegebelastung einschätzen können und entsprechend Empfehlungen enthalten. Zudem ist ein Online-Hörtest verfügbar, denn ein eingeschränktes Hörvermögen gilt als Risikofaktor für eine Demenzentwicklung. Schon länger gibt es 2 regelmäßige Informationsangebote in Form von kostenlosen Webinaren und Newslettern zu wissenschaftlichen Themen. Im Rahmen eines Wettbewerbs haben wir 3 weitere digitale Angebote ausgezeichnet. Das ist zum einen die NUI-App, die Sie über unsere Webseite ein Jahr lang kostenlos nutzen können, und ein Demenz-Podcast sowie ein Online-Pflegekurs. Ja, bei uns hat es auch durch Corona natürlich ein paar Veränderungen gegeben, die wir versuchen bestmöglich aufzufangen mit lauter virtuellen Möglichkeiten. Zum Beispiel bieten wir den virtuellen Austausch an mit unseren Forschungspartnern, den digitalen Dialog, um die bestmöglich zu betreuen, und bieten eben aber auch Online-Schulungen und eben auch die virtuelle Befragung mittlerweile an. Ja, man kann bei unserem Projekt DigiDem Bayern noch mitmachen, entweder als Forschungspartner oder als Betroffener. Forschungspartner sind ambulante Pflegedienste, sind Gedächtnisambulanzen, sind Tagespflegeeinrichtungen und viele mehr. Wenn Sie selbst bei sich Gedächtnisprobleme feststellen, können Sie sich unter www.digidem-bayern.de auch an uns wenden. Wir werden Sie dann mit einem Forschungspartner in Ihrer Nähe in Verbindung bringen.